Pranks, die zu weit gehen. Der Autor von Herr der Ringe hat sich aus Spaß ein Wikingerkostüm angezogen und seine Nachbarn mit einer echten und scharfen Axt in der Hand schreiend durch die Nachbarschaft gejagt. J.R.R. Tolkien selber meinte nur dazu, habe ich öfter gemacht, war lustig. Ein anderes Mal ist er in einem kompletten Eisbärenkostüm auf einer Party aufgekreuzt. Und nö, keine Kostümparty, eine normale Party. Später im Leben hat er auch gerne beim Bezahlen an der Kasse öfter anstelle von Münzen Teile seiner Zähne dem Kassierer gegeben, einfach nur um deren Reaktion zu sehen. Also man könnte schon sagen, dass